Herzlich willkommen auf unserem Kanal Katholische Frauen Klasse. Klasse mit Marianne und mit Silke. Heute zum Thema das Sakrament der Beichte und der Fragestellung, warum geht man eigentlich heute noch beichten? Ja, wir haben versprochen, heiße Eisen anzufassen und wir sind der Meinung, dass die Beichte oder das Sakrament der Beichte ein ganz heißes Eisen ist. Es wird heute kaum noch praktiziert und trotzdem sind wir der Meinung, dass es eines der wertvollsten Geschenke von Gott an uns Menschen ist. Ja, viele sagen oder fragen, warum soll ich eigentlich heute noch beichten gehen? Die anderen gehen doch auch alle nicht beichten. Das ist doch vollkommen unzeitgemäß und out. Oder ist es vielleicht nur eine faule Ausrede für meine Feigheit oder für meine Bequemlichkeit? Marianne, kannst du uns da weiterhelfen? Ja, versuche ich mal. Also, warum heute noch beichte? Weil der Mensch sündigt. Der Mensch sündigt immer und immer wieder. Jeder Mensch sündigt. Auch der Papst sündigt. Sünde, das Wort kennen wir heute gar nicht mehr. Das kennen wir nur noch aus dem Nahrungsmittelbereich. Wenn wir da gesündigt haben, dann hat das immer etwas damit zu tun, dass wir etwas zu uns genommen haben, wo wir der Meinung sind, dass es nicht gut für uns ist. Süßigkeiten oder Pommes oder irgendwas Leckeres. Genau, dann haben wir gesündigt. Aber Sünde, das Wort kommt von absondern. Das heißt, wir sondern uns ab von der Gesellschaft, von unserem sozialen Umfeld und was das Schlimmste ist, wir sondern uns von Gott ab. Weil Gott aber den Sünder über alle Maßen liebt, ist er sehr daran interessiert, den Sünder wieder für sich zu gewinnen, ihn herauszuziehen aus seiner Schuld, ihn freizusprechen und wieder mit ihm Gemeinschaft zu haben. Es geht in der Beichte immer wieder um Versöhnung und um Neuanfang, weil ich selber kann mich nicht entschuldigen. Ich kann immer nur um Entschuldigung bitten, aber mich freisprechen von meiner Schuld oder mich lossprechen, das kann immer nur mein Gegenüber, das kann immer nur das Du, das kann immer nur ein anderer. Ich kann darum bitten, dass man mich entschuldigt, aber freisprechen, das geht nur, wenn der andere mich von meiner Schuld losspricht. Marianne, das hört sich ja eigentlich alles ganz logisch an, was du uns da gerade erzählt hast, aber warum beichtet denn dann heute keiner mehr? Tja, warum beichtet heute keiner mehr? Wir haben einen sogenannten Fortschrittsglauben, der auf rein technischen Fortschritt ruht. Da ist überhaupt kein Platz mehr für persönliche Schuld oder für persönliches Versagen oder auch für Schwäche. Wir leben in einem Zeitalter der Egomanie. Das heißt, wir sind so in unserem Egoismus eingefangen, dass wir gar keine Antenne mehr haben für Schwächen, für persönliche Schwächen oder auch für persönliche Nachlässigkeiten und Vergehen. Das heißt, wir sind so weit von der Liebe Gottes weggetriftet, dass wir das gar nicht mehr wahrnehmen. Zum Beispiel Geiz oder Gleichgültigkeit oder mangelnde Hilfsbereitschaft. Das sind für uns keine Sünden mehr. Das sind bestenfalls Charaktereigenschaften. Aber für persönliche Schuld ist da kein Platz mehr. Im Prinzip heißt das, dass wir so weit von der Liebe Gottes abgedriftet sind, dass wir das gar nicht mehr wahrnehmen. Und daher kommen dann auch so Aussagen wie, was habe ich schon Schlimmes getan? Ich habe schließlich keinen Mord begangen. Oder dass die Kleinigkeiten, die ich begangen habe, die sieht Gott sowieso und die hat er längst verziehen. Dafür brauche ich nicht in die Kirche zu gehen und schon gar nicht zu einem Priester. Da kann, wenn überhaupt, ich direkt zu Gott gehen. Das kann einer der Gründe sein. Ein weiterer Grund kann auch sein, dass ich so schwer gesündigt habe, dass ich eine ungeheure große Angst habe, das überhaupt auszusprechen. Das ist sehr oft so bei Frauen, die abgetrieben haben. Die haben so ein großes Schuldbewusstsein, die haben so ein Stacheldraht um ihr Herz und um ihre Seele, dass sie sich niemals trauen, das jemandem anzuvertrauen oder auszusprechen, weil sie einfach Angst haben, das kann ihnen nicht verziehen werden oder Gott kann ihnen das nicht verzeihen. Dann kann ein weiterer Grund sein, dass ich in der Beichte schlechte Erfahrungen mit einem Priester gemacht habe, der sich vielleicht nicht richtig verhalten hat in der einen oder anderen Form, dass er mir nicht den Zuspruch gegeben hat, den ich in dem Moment gebraucht habe oder benötigt habe. Das könnte einer der Gründe sein. Auch einer der Gründe. Marianne, du hast uns jetzt ja schon einiges zum Thema Beichte erzählt, was auch schon sehr interessant war.
Aber wir haben immer noch nicht so ganz herausgestellt, warum wir eigentlich unsere Einstellung zur Beichte ändern müssen. Ja, warum müssen wir unsere Einstellung zur Beichte ändern? Also, wenn ich in meiner Schuld und in meiner Schwachheit mich bekenne, dann bekenne ich mich automatisch auch zu meinem katholischen Glauben. Und was noch viel wichtiger ist, ich bekenne mich zu meinem mich liebenden Gott. Ich bekenne mich in meiner Schuld und in meiner Schwachheit zu meinem liebenden Gott, der aber wiederum um meine Schwachheit weiß, mich aber daraus herausziehen will, lossprechen will und mich wieder in die Freiheit entlassen will. Mhm. Und, das ist das Allerwichtigste, und mich wieder teilhaben lassen möchte an der Gemeinschaft mit ihm. So, warum habe ich jetzt solche Probleme damit? Wenn wir zum Beispiel in jeder Heiligen Messe bekennen wir unsere Schuld direkt am Anfang mit dem Schuldbekenntnis. Wir kennen das alle. Ich bekenne vor Gott, dem Allmächtigen und euch, Brüdern und Schwestern, dass ich gesündigt habe in Gedanken, Worten und Werken und so weiter. Haben wir kein Problem mit. Und auch hier haben wir schon die erste Unterteilung in Gedanken, Worten und Werken. Und das ist jetzt, da müssen wir ganz gut Obacht halten, weil die Werke kommen in der Hierarchie erst an dritter Stelle. Zuerst ist schon der Gedanke. Und das macht es ja auch so differenziert, was ich anfangs gesagt habe. Warum muss ich überhaupt beichten? So, das ist das eine. Das andere, wir haben überhaupt kein Problem, uns bei Facebook oder Twitter über unsere allerintimsten Gedanken und Werke auszutauschen. Wir haben kein Problem, sie wildfremden Menschen zu präsentieren. Da genieren wir uns überhaupt nicht. Da haben wir überhaupt keine Scheu. Warum tue ich mich jetzt in der Beichte damit so schwer? So, und das hat einen Grund. Weil der Teufel mit aller Kraft versuchen will, uns von der Liebe Gottes wegzuziehen. Der Teufel will uns zu Schuldigen machen und will uns in dieser Schuld erhalten, damit wir nicht mehr in Gemeinschaft mit Gott eintreten können. Und das macht er, weil er den Menschen hasst. Haben wir das aber mal erkannt, dann können wir nämlich dagegen agieren. Dann können wir uns Strategien entwickeln, wo wir diese Dinge umschiffen können. Auch die Vorstellung von einem dunklen, engen Beistuhl, wo ich da einem wildfremden Menschen meine Schwachheiten oder Vergehen beichten soll, kann uns auch davon abhalten. Das ist aber eine falsche Einstellung. Denn in Wirklichkeit ist es nämlich so, dass Jesus uns höchst selbst an die Hand nimmt, uns einladet, in einen wunderschönen, geschmückten Festsaal einzutreten, wo er uns beschenken will, wo er uns lossprechen will, wo er uns die Freiheit geben will, wo er uns die Liebe schenken möchte, die Gemeinschaft mit ihm, wo er uns mit Charismen ausstatten möchte, wo er uns mit Gnaden überreich beschenken möchte. Er persönlich nimmt uns an die Hand und führt uns in diesen Saal. Das hört sich ja alles toll an, wirklich. Wir kennen das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn hat alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Aber er kommt zurück. Er kommt zurück zum Vater und der Vater sieht ihn schon von Weitem und sagt schon direkt, boah, mein Sohn kommt wieder, schlachtet das fetteste Kalb. Der freut sich total. Er freut sich, genau. Und er sagt, zieht ihm ein Festgewand an, steckt ihm einen Ring an den Fingern. Er sagt nicht, du Lump, wo warst du? Die Tür mache ich zu, geh wohin du willst, nicht mehr hier, ist vorbei. Nein, er freut sich. Und so freuen sich alle, wenn wir zur Beichte gehen. Wir müssen uns das so vorstellen, dass der ganze Himmel da steht und wenn wir zur Beichte gehen, dann gibt es ein riesiges Gloria und Halleluja im Himmel. Unser Schutzengel, der auch über alle Maßen daran interessiert ist, uns in der Liebe Gottes zu halten, freut sich wie Wolle. Die Mutter Gottes, die immer da steht an der Tür und uns hineinführt, freut sich auch. Unsere Verwandten, unsere verstorbenen Freunde, alle, die im Himmel sind, freuen sich ungeheuer. Also und ist das praktisch, als wenn der Vater im Gleichnis dem verlorenen Sohn entgegenläuft mit ausgebreiteten Armen, ganz freudig. Genau, und ihn beschenkt. Wir bekommen einen Ring, wir bekommen ein festliches Gewand und wir bekommen auch ein fantastisches Menü. Sehr super. Und die Beichte ist immer auch Heilung. Es ist Vergebung und Heilung. Und wir werden heil gemacht an Körper, Geist und Seele. Oft hören wir auch die Frage, warum brauche ich zum Beichten denn überhaupt einen Priester? Ich kann doch auch zum Beispiel im Gebet zu Gott, im Gebet, ja, Gott um Vergebung bitten.
das ist natürlich nicht verkehrt, wenn man betet. Im Gegenteil, es ist sogar gut, wenn man jeden Tag betet und jeden Tag öfter betet und wenn man im Gebet Gott auch um Verzeihung bittet, entweder im stillen oder auch im laut gesprochenen Gebet. Aber das Gebet ist niemals ein Ersatz für die Beichte. Denn nur in der Beichte bekomme ich auch eine direkte Antwort. Eine direkte Antwort auf die Sünden, die ich ja praktisch beichte. Denn in der Beichte sitzt mir ja der Priester, in dem Fall in persona Christi, gegenüber. Also in dem Moment ist der Priester, wenn er in persona Christi bei der Beichte agiert, Jesus selbst und vergibt mir meine Sünden durch die Lossprechung, durch die Absolution und ich erhalte eine unmittelbare Antwort, die ich im Gebet nicht direkt bekomme. Und außerdem sind meine Sünden auch nie eine Privatsache zwischen mir und Gott, weil ich ja immer in Gemeinschaft lebe, weil ich auch in der Gemeinschaft der Kirche lebe. Und daher, ja, ist die Beichte eigentlich unabdingbar dafür, dass ich die Gemeinschaft nicht enttäusche, dass ich in der Gemeinschaft wieder gut leben kann. Oder was würdest du dazu noch sagen, Marianne? Richtig, also das kann ich alles nur bestätigen. Gott hat die Welt bzw. den Menschen in Gemeinschaft erschaffen. Und darum benötigt er den Priester jetzt quasi als Stellvertreter, als Vermittler zwischen ihm und mir. Der Priester, der aber dort im Beistuhl sitzt und losspricht, ist selber ein Sünder, der auch wieder der Lossprechung und der Vergebung bedarf. Das dürfen wir nicht vergessen und das macht es uns vielleicht etwas leichter, da reinzugehen, wenn wir wissen, okay, der Priester hat so ziemlich die gleichen Probleme wie wir auch. Denn er ist ja auch Mensch. Genau, so. Dieser Priester aber vertritt in dem Augenblick Jesus Christus höchst selbst, wie du gesagt hast, und erweitert das Heilsangebot, was Jesus Christus vor 2000 Jahren am Kreuz für uns getan hat, nämlich er hat sein Leben für uns Sünder hingegeben. Und diese Heilswirkung hat bis heute Bestand durch die Jahrhunderte und die Jahrtausende. Und diese Heilswirkung spendet der Priester jetzt als Stellvertreter Jesu Christi. Der Priester, der dort sitzt und losspricht, sitzt nie dort als Privatperson. Das dürfen wir nie vergessen. Er sitzt immer dort als Stellvertreter Christi. Ja. Denn wir sind eine Kirche voller Sünder. Wir sind keine Kirche voller Gutmenschen und Heiligen. Wir sind eine Kirche voller Sünder. Alle, auch der Priester. Deshalb brauchen wir keine Angst zu haben, dass der Priester jetzt sich über uns lustig macht oder uns belächelt oder sogar unsere Sünden weitererzählt. Denn das größte Geheimnis, was wir auf der Erde haben, ist das sogenannte Sigillum. Das ist das Beichtgeheimnis. Wir haben in unserer Kirche Märtyrer, die für dieses Beichtgeheimnis den Tod gewählt haben, um es nicht preiszugeben. Der heilige Nepomuk, ne? Zum Beispiel. So, weil ich aber das persönliche Du, das persönliche Gegenüber mit Jesus Christus brauche in Stellvertretung des Priesters, der mich losspricht, und das ist in allen Sakramenten so, das haben wir bei der Taufe so, das haben wir bei der Firmung so, das haben wir in der Beichte so, das haben wir im Ehesakrament. Es ist immer das persönliche Gegenüber, was mir diesen Zuspruch oder mir dieses Sakrament spendet. Darum kann, wie du gesagt hast, der Bußgottesdienst nie ein Ersatz für die persönliche Beichte sein. Das geht und das Gebet auch nicht. Und das Gebet auch nicht. Ne? Das geht also nicht. Marianne, oft hören wir auch die Fragestellung, ich weiß überhaupt nicht, was ich beichten soll. Ich habe doch eigentlich gar nichts Schlimmes gemacht. Also, ja, dann müsste man wirklich mal genau überlegen und mal in sich gehen. Habe ich vielleicht irgendwelche ganz blöden Angewohnheiten oder Charakterschwächen, mit denen ich andere nicht nur nerve, sondern auch verletze? War ich vielleicht irgendwann mal lieblos, gemein, wütend oder ungeduldig? Oder hast du vielleicht noch genauere Beispiele oder kannst du mir da noch etwas an die Hand geben, woran ich mich da orientieren kann? Also das Einfachste, wonach ich mich richten kann, das ist so der erste Punkt, was ich persönlich als Schuld erkenne.
Das sollte ich auf jeden Fall schon mal beichten. Okay. Das ist so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wir haben die 10 Gebote. Wir kennen das. Gott hat Mose auf dem Berge Sinai die 10 Gebote gegeben und hat ihn damit zum Volk entlassen. Wobei wir heute sagen, oder wobei wir sagen müssen, die 10 Gebote, das ist nur die minimalste Anforderung an uns. Zum Beispiel, wir kennen das Gebot, du sollst nicht töten. Damit ist jetzt nicht nur gemeint, dass ich meinen Nachbarn nicht umgebracht habe und dass ich da nicht schuldig geworden bin, sondern da müssen wir auch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich kann auch verbal einen Menschen umbringen. Wir kennen das alle, diese Aussagen, zum Beispiel, der ist politisch tot oder die ist gesellschaftlich gestorben. Ne? Da müssen wir schon mal schauen, was dahinter steht. Real lebt dieser Mensch noch, aber verbal ist er durch Aussagen nicht mehr gesellschaftsfähig geworden und somit auch schon ein Stück weit aus der Gemeinschaft, ne? Genau, aus der Gemeinschaft ausgestoßen worden. Auch da kann ich mich schuldig gemacht haben. Und daher ist es gut, wenn wir uns gut auf die Beichte vorbereiten. Wir haben den sogenannten Gewissensspiegel. Das sind Punkte, auf die ich schauen kann, die mich anleiten, darüber nachzudenken. Wir haben gute Anleitungen im Gebetbuch, unserem Gotteslob. Wir können uns das auch im Internet, gibt es auch gute Sachen, wo wir uns was herunterladen können. Kann man sich den Gewissensspiegel dann aus dem Internet runterladen? Da gibt es sicherlich einige gute Beispiele. Manchmal liegen sie auch in Kirchen aus. Oder wir fragen einen Priester, kennen Sie einen guten Gewissensspiegel? Also da haben wir schon gute Angebote. Es gibt einen ganz berühmten österreichischen Beichtvater, ein großer Paulusverehrer, der hat uns mal was ganz Tolles erklärt. Und zwar kennen wir alle das Lied, das hohe Lied der Liebe. Es wird fast bei jeder Hochzeit vorgetragen. Und da sind dann so Aussagen wie, die Liebe bläht sich nicht aus, die Liebe erträgt alles und so weiter und so fort. Wir kennen das. Und wenn wir anstatt Liebe zum Beispiel unseren Namen einsetzen, zum Beispiel, die Liebe bläht sich nicht aus. Wenn ich jetzt sage, Marianne bläht sich nicht auf, dann habe ich auch schon einen Anhaltspunkt. Oh ja. Wenn ich das alles aber nicht möchte oder wenn ich so große Angst habe oder wenn ich lange nicht gebeichtet habe, dann kann ich auch den Priester bitten, mir zu helfen. Dann kann ich hingehen und sagen, Herr Pfarrer, ich war lange nicht beichten, ich weiß nicht, wie es geht. Können Sie mir bitte helfen? Können Sie mir Fragen stellen? Und jeder Priester macht das ungeheuer gerne und hilft uns da weiter. Also da brauchen wir überhaupt keine Angst zu haben. Das kriegen wir dann schon gemeinsam hin mit dem Priester. So, jetzt haben wir so viel über die Vorbereitung der Beichte gehört. Silke, jetzt möchte ich dich fragen, du als Theologin und als Fachfrau, auch für dieses Thema, wie geht denn jetzt Beichte? Wie funktioniert das? Kannst du uns darüber mal ein bisschen aufklären und uns das Thema etwas näher bringen? Ja, ich will es mal versuchen. Also ich würde es auch erstmal aufteilen in zwei Teile, die eigentliche Beichte und die Vorbereitung. Zur Vorbereitung haben wir schon einiges gehört, das möchte ich aber noch mal kurz zusammenfassen. Also zunächst einmal müssen wir Gewissensforschung betreiben. Da hast du uns ja eben schon einiges drüber erklärt. Also anhand der 10 Gebote mal zu überlegen, wo habe ich mich nicht richtig verhalten, wo habe ich gesündigt und zwar nicht nur in Werken, in Taten, sondern vorher auch schon, in Gedanken, wo habe ich falsch oder schlecht über irgendjemanden gedacht oder auch gesprochen, gelästert oder wie auch immer. Und wenn ich das für mich so reflektiert habe, ich kann mir auch gerne Aufzeichnungen darüber machen, damit ich nichts vergesse. Das ist auch eine gute Idee. Ja, ist auch vollkommen legitim. Dann muss ich natürlich erstmal für mich überlegen, zu wem gehe ich denn überhaupt beichten. Gehe ich jetzt in eine fremde Stadt vielleicht, in eine andere Gemeinde, zu einem wildfremden Priester, den ich überhaupt nicht kenne, der absolut anonym ist, wo ich aber auch anonym bin. Vielleicht ist mir das lieber, dass ich da nicht so Hemmungen habe. Oder gehe ich zu einem Priester, den ich schon lange kenne, der eine Vertrauensperson ist, mit dem ich schon ganz oft Gottesdienste gefeiert habe, den ich vielleicht schon über viele Jahre kenne und der mich kennt, der auch meine Charaktereigenschaften und der auch meine Schwächen kennt. Oder, und wenn ich das dann für mich so überlegt habe,
dann muss ich natürlich noch überlegen, welche Form der Beichte wähle ich. Wähle ich die klassische Form im Beichtstuhl? Das empfiehlt sich dann, wenn ich regelmäßig beichten gehe und wenn ich auch schon viel Routine oder Erfahrung habe beim Beichten. Oder wähle ich lieber das Beichtgespräch mit dem Priester? Da sitze ich dem Priester in etwas ungezwungenerer Form gegenüber. Es ist mehr ein Dialog möglich. Und du hast es ja eben auch schon gesagt, wenn ich vielleicht nicht so geübt bin im Beichten oder ich war längere Zeit nicht, dann kann der Priester mir auch durch Fragen, durch gezielte Fragen, die er stellt, so ein bisschen Hilfestellung geben und mir das Ganze so ein bisschen erleichtern. Also es ist eine etwas lockerere Atmosphäre, wenn man das so sagen kann. Und wenn ich das jetzt alles für mich geklärt habe, dann geht der eigentliche Ablauf der Beichte wie folgt. Also nach der Begrüßung und nach dem Kreuzzeichen spreche ich dann: in Demut und Reue bekenne ich meine Sünden. Meine letzte Beichte war vor, ja, und dann kommt eben vor so und so viel Wochen, Monaten, Jahren, wie auch immer. Jahrzehnte. Könnte auch sein, ja. Oder noch nie, erst Beichte. Und dann, dann zähle ich möglichst genau und vollständig meine Verfehlungen auf, meine Sünden auf. Ganz wichtig dabei ist, dass ich wirklich im tiefsten Inneren bereue, was ich gemacht habe. Dass ich also nicht nur irgendwas aufzähle und losplappere, vielleicht damit der Priester endlich Ruhe gibt, ne? Sondern dass ich also wirklich innerlich bereue, was ich getan habe und dass ich mir auch wirklich fest vorgenommen habe, dass ich das nicht mehr wieder tun möchte, dass ich mich also wirklich bessern möchte. Und wichtig, Marianne, ist auch, dass ich wirklich meine Sünden aufzähle und nicht noch das Ganze versuche zu relativieren, indem ich die Mitschuld noch bei anderen suche. Also indem ich zum Beispiel nicht sage, ich habe dies und das gemacht, aber mein Mann, der trägt eine große Mitschuld, weil der hat mich provoziert, das zu tun. Im Prinzip ist er es Mitschuld. Ist ja auch oft so. Ja, aber ich soll die Schuld dann bei mir suchen. Ja. Wirklich bei mir suchen und auch nur das aufzählen, wo ich also von überzeugt bin, dass ich es auch wirklich... Ja, dass es wirklich meine Schuld ist und soll wirklich nicht jetzt noch die Mitschuld bei anderen suchen oder das alles relativieren. Ja, und danach wird der Priester mich dann lossprechen, die sogenannte Absolution erteilen und wird mir ein Bußwerk aufgeben, also zum Beispiel, dass ich den Rosenkranz beten soll oder so als Wiedergutmachung, ne? Oder das Vaterunser oder vielleicht ein freies Gebet oder ein Gebet aus dem Gotteslob. Also das ist jetzt nichts Schlimmes und das ist auch nichts, was man nicht schafft. Also es ist jetzt keine schlimme Strafe, wo ich total mit überfordert bin. Und danach erfolgt wieder das Kreuzzeichen und ich antworte mit Amen. Und dann ist eigentlich die Beichte zu Ende und ich kann ganz befreit sein. Jetzt habe ich noch eine Frage, Silke. Dich als Fachfrau kann ich da ja gut fragen. Was ist eigentlich eine Lebensbeichte? Das habe ich schon so oft gehört. Und meine zweite Frage wäre, gibt es irgendwelche Vorgaben, wie oft ich beichten muss, wann ich beichten muss? Okay. Gibt es da irgendwelche Vorschriften? Also die Lebensbeichte, das ist auch eine besondere Form der Beichte. Da bringt man in der Beichte sein ganzes Leben vor Gott. Das ist natürlich etwas aufwendiger in der Vorbereitung und dauert dann auch etwas länger. Meistens wird diese Lebensbeichte bei besonderen Einschnitten im Leben gemacht, bei besonderen Situationen, wie zum Beispiel vor dem Empfang des Firmsakraments oder vor der Eheschließung wird es empfohlen oder wenn ich eine schwierige Operation vor mir habe oder wenn ich vielleicht für längere Zeit wegfahre, verreise oder so, dann kann ich auch eine Lebensbeichte machen. Aha. Im Ablauf ist das im Prinzip wie die normale Beichte, nur dass ich dann mein bisheriges Leben nochmal genau betrachte und mein Leben nochmal vor Gott bringe. Das kann dann schon ganz schön lange dauern in unserem Alter, ne? In unserem Alter, ja.
Ja, und die Vorgabe, wie oft man beichten Ja. gehen sollte, also als katholische Christin, bin ich ja eigentlich verpflichtet, mindestens einmal im Jahr beichten zu gehen. Vorzugsweise in der Osterzeit, in der Fastenzeit. Also das ist die Mindestanforderung. Das ist die Einmal, ne? Mindestanforderung. Genauso wie ich einmal verpflichtet bin im Jahr, auch die heilige Eucharistie zu empfangen, so sollte ich dann auch einmal vorher beichten gehen, damit ich ja mit reinem Herzen Jesus empfangen und aufnehmen kann. Aber das ist auch nur wieder die Minimalanforderung. Ich kann natürlich beichten gehen, so oft ich möchte. Ich kann ja ein paar Mal in der Woche beichten gehen, wenn ich das möchte. Aber das ist die Minimalanforderung. Okay, gut. Und wer regelmäßig zur Kommunion geht, wer also regelmäßig die Eucharistie empfängt, der sollte natürlich auch regelmäßig beichten gehen. Aha. Jetzt habe ich noch mal eine Frage zum Bußgottesdienst. Was ist der Bußgottesdienst eigentlich? Oder die Bußfeier oder Bußandacht? Ja, der Bußgottesdienst, der kann zum Beispiel eine gute Vorbereitung sein für die Aha. Beichte. Der wird auch oft in der Fastenzeit angeboten. Da wird ja nochmal im Gottesdienst ein besonderer Fokus auf die Reflexion des Lebens oder die Reflexion dessen, was man vielleicht falsch gemacht hat, gegeben. Also da werden bestimmte Impulse gegeben, wo man nochmal selber überlegen soll, was habe ich falsch gemacht und wo man sein Leben auch nochmal ja, betrachten soll. Aber der Bußgottesdienst ist halt auch genauso wie das Gebet, kein Ersatz für die Beichte, weil ich da halt in Gemeinschaft mit den anderen den Gottesdienst feiere und keine Absolution, keine Lossprechung meiner Sünden durch den Priester bekomme, also durch Jesus persönlich. Also ganz wichtig, ne? Genau. Bußgottesdienst, keine Alternative zur persönlichen Keine Beichte. Alternative, aber eine gute Vorbereitung. Gut. Weißt du, Marianne, manchmal denke ich auch, die Beichte nutzt bei mir überhaupt nichts. Ich habe schon so oft gebeichtet, aber ich habe mich noch nicht wesentlich gebessert. Also manchmal mache ich auch immer wieder, obwohl ich mir vorgenommen habe, ich möchte es nicht wieder tun, immer wieder die gleichen Fehler. Ich glaube, das geht uns allen so. Das ist tröstlich. Aber ich denke dann manchmal, Jesus ist ja unheimlich geduldig mit uns. Also Gott sei Dank. er ist sehr geduldig mit uns und von daher dürfen auch wir mit uns geduldig sein. Ja. Und auch wenn ich jede Woche immer wieder dasselbe beichte, ist das, glaube ich, nicht schlimm. Im Gegenteil, wenn ich mich damit auseinandersetze mit meinen Fehlern und die immer wieder im Blick habe und reflektiere und die vor Jesus bringe, dann kann ich auch mit mir selber geduldig sein. Ja, finde ich auch. Und manchmal denke ich auch, es ist ja schon ziemlich peinlich, zur Beichte zu gehen. Aber auch das ist ganz normal, denn wer gibt schon gerne seine Fehler zu? Aber auf der anderen Seite kann ich ruhig mutig sein, weil ich weiß, mir kann ja eigentlich nichts passieren. Ich habe einen liebevollen Gott. Jesus ist liebevoll. Jesus ist verzeihend. Und mir kann in der Beichte eigentlich überhaupt nichts passieren. Genau, das ist unser menschliches Ego, was uns immer wieder davon abhält, unsere persönliche Schuld zu erkennen. So, Silke, die nächste Frage nochmal an dich als Fachfrau. Wir haben ja schon das Gleichnis vom verlorenen Sohn gehört. Was hat denn Jesus noch zur Beichte gesagt? Was gibt er uns denn noch als Antwort auf diese Frage, warum sollen wir beichten gehen? Also im Johannesevangelium, da steht in Kapitel 20, Vers 23, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, und wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Jesus hat an dieser Stelle ganz bewusst seine Jünger damit beauftragt und bevollmächtigt, in seinem Namen Sünden zu vergeben. Und diese Vollmacht, die er seinen Jüngern gegeben hat, die ist in kontinuierlicher, ununterbrochener Reihenfolge seit 2000 Jahren immer noch so gültig. Auch die Bischöfe als Nachfolger der Apostel, als Nachfolger der Jünger haben diese Vollmacht und geben diese Vollmacht bei der Priesterweihe durch Handauflegung, durch den Heiligen Geist an jeden Priester weiter. Also bei der Priesterweihe, durch die Priesterweihe werden die Priester bevollmächtigt, ja, in Jesu Namen oder in dem Moment in persona Christi als Jesus selbst die Sünden zu vergeben.
Das ist also immer noch brandaktuell. Sag mal, Marianne, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Woran merkt man denn eigentlich, dass die Beichte gut war? Also, man merkt es daran, dass ich mich persönlich entschuldigt fühle, dass ich mich frei fühle, dass ich wieder frei durchatmen kann, dass der Seelenschmerz oder die Seelenreue weg ist, dass ich 10 Jahre jünger aussehe, dass ich mich 20 Kilogramm leichter fühle und dass mein Mann sagt, oh Schatz, du siehst heute fantastisch aus. Und ich sagen kann, oh ja, ich war in einem Luxus-Beauty-Salon und habe eine so tolle Behandlung gehabt. Reg dich nicht auf, sie war völlig kostenlos. Daran erkenne ich, dass eine Beichte gut war. Dass ich mich frei fühle, dass ich mich gut fühle, dass ich mich erlöst fühle. Dieses Gefühl, was wir dann haben, das sagt etwas über eine gute Beichte aus. Ein bekannter deutscher Psychiater hat mal gesagt, eine gute Beichte kann eine Psychotherapie ersetzen. Ich persönlich kann nur sagen, ich nehme immer als Frau, und das kann ich euch Frauen alle mit an die Hand geben, zur Vorbereitung der Beichte immer die Mutter Gottes mit. Ich bitte die Mutter Gottes, du liebe Mutter Gottes, das fällt mir leicht, ich als Frau zur Frau Mutter Gottes zu gehen und zu sagen, bitte geh du mit mir zur Beichte. Und sie geht mit uns bis an die Tür und übergibt uns da ihrem Sohn und bittet ihren Sohn, wirklich uns reich zu beschenken. Mhm. Und das ist so ein ungeheurer Vorteil, den wir katholische Frauen haben. Wir haben die Mutter Gottes, die uns immer wieder an die Hand nimmt und immer wieder zu ihrem Sohn führt. Ich bitte auch Pater Pio häufig, mir zu helfen. Auch ein ganz bekannter und berühmter Beichtvater. Mhm. Und in den Händen unserer heiligen Mutter Gottes und unserer Heiligen sind wir gut aufgehoben. Darauf können wir uns verlassen und darauf können wir uns stützen. Und das ist so ein Geschenk. Und ich kann nur jedem raten, nehmt es in Anspruch. Es macht euch schöner, es macht euch jünger, es macht euch leichter. Und es befreit und bringt uns näher zu Gott. Marianne, man könnte also praktisch sagen, die Beichte ist kostenlos, aber nicht umsonst. Das stimmt. Ja, da sind wir auch schon fast am Ende unserer heutigen Sendung. Herzlichen Dank für euer Interesse. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen informieren über das Sakrament der Beichte und wir konnten euch ein bisschen die Vorurteile und Hemmungen und Ängste nehmen. Also nur Mut, geht zur Beichte, probiert es aus, es tut wirklich gut. Ja, und wir sehen uns dann wieder am 1. Dezember, dann zum Thema Weihnachten und der Frage, was feiern wir eigentlich an Weihnachten? Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst. Wir würden uns auch sehr freuen über konstruktive Kritik, über eure Erfahrungen, die ihr uns mitteilen möchtet. Wir möchten mit euch in Verbindung kommen. Und es kann auch ruhig ein Dialog werden. Und wir möchten wirklich euch ansprechen, Themen ansprechen, die auch euch berühren. Das würde uns sehr freuen. Und bis dahin verbleiben wir im Gebet vereint mit katholische Frauen. Klasse!